Wir befinden uns hier neben dem Parlament, vor dem Republiksdenkmal. Hier sind drei große Sozialdemokraten verewigt. Auf der rechten Seite Ferdinand Kanusch, links Jakob Bäumann und in der Mitte Viktor Adler, über den ich kurz etwas erzählen möchte. Viktor Adler ist 1852 in Prag als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Kaufmanns geboren. Während seinem Studium der Medizin in Wien hat er sich einer deutsch-nationalen Studentenverbindung rund um Georg Schönerer angeschlossen. Mit zunehmender antisemitischer Betätigung dieser Gruppierung hat er sich aber davon wieder verabschiedet und sich beim Arbeiterbildungsverein eingeschrieben. Als junger Arzt hat Viktor Adler in psychiatrischen Kliniken gearbeitet und im 9. Bezirk eine Privatpraxis betrieben, wo er sich auch als Armenarzt betätigt hat. Und da ist er auch mit der sozialen Frage unwillkürlich in Kontakt gekommen. Das hat dazu geführt, dass er sich journalistisch und immer mehr auch politisch betätigt hat. 1886 gründete er die Zeitschrift Gleichheit, in der investigative Sozialreportagen über das Elend der Arbeiter und Arbeiterinnen vor allem in den Wienerberger Ziegelwerken veröffentlicht hat. Das hat dazu geführt, dass einerseits die Zeitschrift verboten wurde, aber dennoch hat es daraufhin sukzessive soziale Reformen für die Arbeiter und Arbeiterinnen dort gegeben. Wenig später gründete Viktor Adler dann die Arbeiterzeitung. Für diese Zeitschriften hat er einen Großteil seines Vermögens aufgebraucht und für sein politisches Engagement ist er auch mehrmals in Haft gesessen. Warum Begründer der Sozialdemokratischen Partei? Weil nach der Revolution 1848 war die Arbeiterbewegung in Österreich tief gespalten in sehr radikale Gruppierungen und auch gemäßigte. Am Heinfelder Parteitag 1889 ist es Viktor Adler gelungen, alle diese Strömungen zu vereinen in eine gestärkte SDAP, Sozialdemokratische Arbeiterpartei, der dann auch vorgesessen ist. Sein größtes politisches Anliegen war, ein allgemeines, zumindest vorerst Männerwahlrecht einzuführen. Dafür hat er sich als Abgeordneter im Niederösterreichischen Landtag eingesetzt und auch später als Abgeordneter im Österreichischen Reichsrat. Und tatsächlich gab es 1907 die ersten Wahlen, an der zumindest mal alle Männer unabhängig ihres Standes, ihres Berufs und ihres Einkommens wählen durften. Kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges im Oktober 1918, obwohl er schon schwer krank war, wurde er von der Provisorischen Nationalversammlung Deutsch-Österreichs als Staatssekretär des Äußeren in die Regierung Renner gewählt. Die Ausrufung der Republik am 12. November 1918 erlebte er leider nicht mehr, weil er einen Tag davor verstorben ist. In Erinnerung bleibt Viktor Adler dennoch als Mitbegründer der Ersten Republik, da er wesentliche Vorarbeiten für die Demokratie geleistet hat.